Hallo und herzlich willkommen zu Stardew Valley. Wir sind angekommen hier auf unserem Hof. Ja, und der erste Tag ist angebrochen. Tag 1, Montag der erste. Gleich schon am Montag. Und wir haben ein Geschenk hier liegen. Ein Geschenk. Von wem ist denn das hier? Erstmal raufhauen mit einer Axt, genau. So, ah, okay. Oh, guck mal, wir haben ein paar Pastinaken gekriegt. Also Parsnips. In Englisch. Du hast 15 Samen für Pastinaken erhalten. Hier eine Kleinigkeit, um dir den Start zu erleichtern. Bürgermeister Louis, hey, ist ja total nett von dir. Wir haben hier auch ein Hofbuch, was wir irgendwie erfüllen müssen. Keine Ahnung. Erste Schritte. Wenn du ein Bauer werden willst, musst du mit den Grundlagen anfangen. Benutze deine Hacke, um das Feld zu bestellen. Benutze dann eine Saat auf diesen Erde und etwas anzupflanzen. Bewässere sie jeden Tag, bis die Pflanze zur Ernte heranwächst oder herangewachsen ist. Also blaue eine Pastinake an und ernte sie. Also nur eine soll machen. Naja, egal, kann ich machen, kein Ding. Kein Thema, bin Kollege. gut, das haben wir. Da ist noch ein. Sag Hallo. Sag Hallo. Es wäre eine nette Geste, dich jedem in der Stadt vorzustellen. Manche Leute sind eventuell etwas zurückhaltend, wenn es darum geht, den neuen Einwohnern zu begrüßen. Oder dem neuen Einwohner zu begrüßen. Zwei haben wir ja schon kennengelernt. Das ist einmal der Bürgermeister Louis und Robin, die Schreinerin, die haben wir kennengelernt. Wenn ich jetzt auf Escape gehe, dann können wir ja hier gucken, hier, zack, Fähigkeiten, die werden wir später mal kennenlernen. Das heißt, die Hofarbeiten hier, die werde ich wahrscheinlich schneller lernen, als jetzt die Sachen hier. Sammeln. Sammeln könnte ich auch mal. So, und das sind halt die Leute, die ich noch nicht kenne. Ja, Louis könnte ich jetzt hier mit Geschenken vollfüllen. Und wen habe ich noch? Und Robin. Und dann habe ich noch die ganzen anderen. Na gut, okay, ich bin mal gespannt, wenn wir dann noch alles kennenlernen. Ich will jetzt mich jetzt auch nicht so weit spoilern oder wie auch immer. Kann ich denn irgendwas schon bauen? Das ist die Karte von Stardew Valley, alles klar. Wir haben hier einen okay. Runter wäre, das ist Pierre, okay. Mann, ich will noch hin. Können wir schon was bauen? Natürlich nicht, wir haben ja noch kein Holz da, ne? Und wir haben ja jetzt auch nur, wenn der gleich eingepflanzt ist, 2, 4, 6, 7 Plätze frei. Das heißt, wir müssen erstmal für den ersten Rucksack oder sowas sparen. Das kostet ja auch schon wieder jede Menge. Ich weiß nicht, 20.000 oder 2.000 irgendwie so. Ne, 2.000 ist, glaube ich, zu wenig. Ich glaube, 20.000 war das erste. So, wir gehen mal raus. Eieieiei, wie sieht der Hof denn aus? Habe ich gesagt, dass das no tut, ey? Ja, echt, ey. Okay. Da muss ich... Ich muss echt mal Ordnung schaffen hier. Beziehungsweise mein Inventar auch. Ich muss ja irgendwie mal gucken, ey. Das geht ja mal gar nicht. Ah, da ist noch ein Holzbrett. Boah, Alter. Ich glaube, ich muss als erstes vielleicht mal ein bisschen mehr Holz sammeln. Und dann als erstes so eine Restekiste machen oder so. Dass ich da schon mal alles einpflanze. Das habe ich, glaube ich, vor ein paar Tagen auch gemacht, wo ich ein bisschen schon mal gelernt habe. Naja, gelernt. Was heißt gelernt? Lernen tun wir ja sowieso immer. So, mach den Baum mal weg hier. Dann kann ich nämlich schon mal ein paar Sachen anpflanzen. Und ich versuche das natürlich wieder gleich zu tun. Hier, den nehmen auch mit. Dann habe ich hier... Alles klar. Erstmal hier zum See. Ich könnte natürlich auch einen Brunnen bauen lassen. Aber sowas kostet dann ja auch wieder, ne? Das ist ja schon krass, ne? Wie viel das alles so kostet, ey. Bin mal gespannt. Ich werde auf jeden Fall mal nochmal zu Robin gehen und mal gucken, wie teuer sowas ist. Stein können wir bestimmt auch irgendwie gebrauchen für irgendwas. Ja klar, für Wege, ne? Oder? War das nicht für Wege? Ich muss da erstmal wieder reinkommen. Ich habe, wie gesagt, vor ein paar Tagen schon mal gespielt
um da erstmal wieder reinzukommen wegen der Steuerung und so weiter. Also wenn da noch so anfängliche Schwierigkeiten sind, dann tut's mir leid. Ja. So, wollen wir uns mal kurz den Weg machen. Wir haben jetzt hier, warte mal, wir haben jetzt, kann ich das auch hier machen? Genau. Können wir uns einen Weg machen? Wir können uns da einen Weg machen, wir können uns aber auch einen Holzpfad machen. Aber wir machen erstmal so einen Pflasterweg, oder? Ich mache jetzt die Steine da weg, jetzt mache ich die 10 Dinger da weg. So. Und jetzt mache ich mal hier, mache ich jetzt den Weg hier. Einmal, zweimal, na. Hallo, wie machst du den da nicht hin? Achso, da ist schon was. Ja, gut, das ist ein bisschen schwierig, ja. Okay, das ist schon mal so ein bisschen toll. Dann muss ich hier einen freilassen. Und dann gucke ich gerade, ob ich jetzt hier... Ist das jetzt zu weit oder muss ich den noch machen? Nein. Oder ist der... Hey, mach doch... Okay. 4, 5. Dann habe ich ja hier... Hallo. 6. Ah, das ist so ein bisschen Übungssache hier. Das ist aber noch nicht ganz... Oh, guck mal, ich habe Dreck gefunden. Ich habe Leben gefunden. Hey. Soll ich vielleicht erst das mit der... Ach, wie schön ist es, wenn man die Gießkanne erstmal upgraden kann. Aber dazu braucht man ja Bronze. Ne? Da muss man erstmal in eine Höhle gehen und da Bronze haben. So, dann machen wir erstmal die Pastinaken. Die Pastinaken. So, haben wir die Pastinaken hier am Start. Dann können wir noch ein bisschen Holz sammeln, oder? Wir haben jetzt 24 Holz. Wir müssen noch ein bisschen Holz haben. Auf jeden Fall. Ich gucke gerade auf meine Uhr. Aber wir haben ja noch nicht so spät. Gott sei Dank. Ich finde das noch ein bisschen total unübersichtlich. Ich weiß gar nicht, wie ich da gucken soll. Ich muss unbedingt gleich eine Kiste haben und dann mal alles, alles hier weg. Also, auf jeden Fall, ey. Und es wäre auch gut, wenn ich schon am Anfang so einen Pferdestall oder sowas hätte. Das wäre schon geil. Das würde ich dann glatt hier oben anhängen, gleich an dem Haus. Ja, genau. Ich will mit der Steine oder mit der Spitzhacke erstmal den Baum fällen. Natürlich. Das geht auch wie in Minecraft. Natürlich geht das hier nicht wie in Minecraft. Und das ist ja das Gute an dem Spiel. Man kann nicht einfach sagen, so, jetzt ist ja sehr gut. So, hier einmal und na, so, hier noch. Ja, den Baum nehme ich jetzt mit. Da ist ein Hund in Napf. Also wenn wir da nicht irgendwann noch einen Hund kriegen, du. Ah ja, mal gucken. So, eigentlich bin ich schon erschöpft. Ich müsste eigentlich aufhören. Aber ich kann erstmal eine Kiste planten. Vielleicht soll ich die Kisten dann immer hier vorne hin machen oder so. Ah, nee, kann ich nicht, weil ich habe ja hier den Weg. Ah, wie mache ich das denn jetzt? Kann ich die Kisten eigentlich so hier immer hinterpacken? Geht das denn? Ich probiere es mal aus. Warte mal, ich will jetzt erstmal hier die Kiste machen. Nein! Okay. Ich brauche Lehm jetzt nicht. Tschüss, Lehm. So. Kann ich... Oder kann ich das auch hier oben irgendwie dran stellen? Ah, guck mal. Gut, jetzt habe ich die Kiste hier. Jetzt kann ich die hier aufmachen.
Und ich kann der Kiste eine Farbe zuordnen. Das ist schon mal gut. So, dann werde ich erstmal alles hier reinschmeißen. Und dann werde ich mir das immer schön sortiert hier reinholen. Also erstmal kommt dann die Spitzhacke bei mir. Dann kommt die Axt. Dann kommt bei mir, müsste die Sense kommen. Und dann kommt der und dann kommt der. So, und die nehme ich noch eben mit, weil wir haben noch zwei Mixsaat und die anderen lasse ich da drin. Wie gesagt, das ist jetzt so eine Restekiste. Die lassen wir erstmal da drin. Und ich weiß nicht, ob ich muss hier, ich lasse hier dann einen frei und dann tue ich hier wieder. Scheiße. Warte. Gut. Ach du Scheiße, der ist ja schon fast tot, ich weiß. Ich weiß. So, ja. Brauchst mir nicht zu sagen, Mann. So, jetzt mal eben schnell gießen. Hier einmal. Ach, das verbraucht auch? Du bist langsam erschöpft. Das ist ja unverschämt. Ja, gut, okay. So, jetzt kann ich die Sachen nämlich hier schön immer einpacken und die nehme ich dann immer mit, wenn ich dann den Garten mache. Gut, dann werde ich mal jetzt noch schnell, ja gut, ist ja noch früh am Abend hier, ne? Kann ja noch ein paar Leute kennenlernen. Einfach mal gucken. Weil wenn ich jetzt noch was mache, ich glaube, dann falle ich echt zusammen. Ich bin ja erschöpft gerade. Da habe ich wohl ein bisschen mich übernommen oder so, kann es sein? So ein bisschen? Können ja auch mal gucken. Oh, guck mal hier, da ist ein Board. Hallo? Ah, oh, guck mal, die Geburtstage. Am 7. hat Louis Geburtstag. Ich bin auch mal gespannt. Man kann hier anscheinend auch heiraten, hab ich gehört. Mal gucken, an wen wir uns denn alles ranwagen können. Überhaupt. Also ich habe keine Ahnung. Also nicht, dass ihr euch da jetzt wundert oder so. Aushilfe gesucht. Ah, guck mal, heute hängt hier nichts aus. Das sehe ich selber. Oh, guck mal, da ist auch jemand. Oh, guck mal, da ist... So, mal gucken. Pierre mal vorstellen. Hey, du bist Matzi, der neue Bauer, oder? Ich bin Pierre, der Besitzer des örtlichen Gemischtwarenladens. Ja, schön. Wenn du Saat brauchst, ist mein Laden der richtige Ort dafür. Ich kaufe dir auch deine Erzeugnisse zu einem guten Preis ab. Alles klar, wie viel kostet die Tasche? 2000 Gold? Ja, jetzt nicht. 2000 Gold. Ich habe jetzt ehrlich gesagt mit 20.000 gerechnet. Guck mal, da ist sie. Die will ich auch kennenlernen. Wer ist die? Hallo? Renn noch nicht weg. Hallo? Du musst Matzi sein. Unser Neuankömmling. Ich bin Caroline. Caroline. Oder Caroline. Also in Englisch wäre es jetzt Caroline gewesen, aber da er jetzt auf Deutsch ist, muss ich Caroline sagen. Ist hier denn jemand? Nein, okay. Ist egal. Oder kommt hier. Entschuldigung, ich wollte das hier nicht stören. Kann ich? Ah, die spielt da irgendwie wieder, oder? Kann es sein? Ich sehe das jetzt nicht. Egal. Ich gehe da mal raus. Ich guck mal in der Kneipe. Bestimmt ist da was los. Da ist doch immer viel los, oder? Guck mal, gehen wir mal in die örtliche Kneipe hier. Ja? Gehen wir jetzt mal einen. Oh, guck mal, willkommen, sagt er sogar schon. Wer ist denn hier alles? Hier ist der, hier ist der, hier sind hier welche. Na. Okay, kann man hier auch spielen? Kann man hier irgendwas kaufen? Eine Juja-Cola für 75 Gold. Ja, nein. Nein. Ich unterstütze den Laden nicht mehr, ganz ehrlich. Also ich habe da jahrelang gearbeitet. Ja, ich habe die Schnauze voll davon. So, wer bist du denn? Ich kenne dich nicht. Warum redest du mit mir? Alles klar. Gut, dann gehe ich mal weg. Kann ich nochmal reden mit denen? Nein. Warum? Ach, guck mal, das ist... Ah, okay. Hi. Ich bin Clint. Clint Eastwood? Der Schmied der Stadt. Wenn du jemals deine Werkzeuge verbessern willst, bin ich dein Mann.
Ich bin noch nicht verheiratet. Alles klar. Gut, ich kann nicht weiterreden. Alles klar. Mal gucken, was die zu sagen hat. Hey Kind, ich heiße Pam. Alles klar. Hey Kind, ich würde dir was ausgeben, wenn ich mir was leisten könnte. Also lässt er anschreiben oder wie? Oh, hallo, du. Hallo, du. Finde ich auch lustig. Hallo, du. Alles klar. Ich bin Gas, Chef und Besitzer der Kneipe zum Sternfall. Hallo, Matzi. Ich bin froh, dich zu sehen. Du bist hier immer willkommen. Ah, das ist nett, Mensch. Der Gast, der ist so freundlich zu mir. Hallo, Matzi. Ich bin froh. Okay. Ja, jetzt reicht es aber auch. Wie ist sie hier? Wir müssen ja die Leute kennenlernen, deswegen, ne? Oh, ich kann es in deinem Gesicht ablesen. Hä? Dir wird es in Pelikan gefallen. Okay, wenn dir es sagt. Falls du nach irgendeiner Aktivität für diesen Abend suchst, schau mal in der Kneipe vorbei. Dort arbeite ich. Ja, ist klar. Ich bin aber in der Kneipe. Was machen wir jetzt? Warum habe ich hier wieder so ein Ausrufungszeichen? Habe ich doch, ich habe jetzt schon 9 Leute Hallo gesagt. Boah, 9 Leute. Kann ich hier noch rein? Ja, ich kann hier rein. Aber wahrscheinlich nicht weiter, ne? Ja, natürlich nicht. Weil ich bin ja noch nicht so gut befreundet mit den Leuten. Da müssen wir erstmal gucken, ob wir den Leuten immer schön einen Drink geben und so. Den Clint haben wir, den haben wir. Gut, jetzt ist aber auch spät. Ich könnte mir auch vorstellen, dass das Let's Play hier so ein bisschen so als Tagebuch wird, dass man immer so hier Tag anfängt. Und dann, also ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich glaube, jetzt wird wohl keiner mehr hier draußen sein, oder? Warte mal, kann das... Ich will nur was gucken. Ja, manchmal schlawenzelt ja jemand immer hier rum. Ja, vielleicht sollte ich mal nach Hause gehen. Ach, guck mal, da ist ein Würmchen. Warte. Oh nein, jetzt habe ich das vergessen. Oh Mann, oh. Morgen ist das Würmchen nicht mehr da. Jetzt habe ich... Ja, okay. Ist egal. Aber da hätte ich bestimmt ein Buch oder irgendwas gekriegt. Es ist schon spät. Wir sollten vielleicht mal so langsam nach Hause. Und morgen ist ja auch noch ein Tag. Und noch ein Tag. Wir können auch eben im Fernsehen gleich gucken, wie das Wetter morgen wird. Und vielleicht haben sie noch ein paar Tipps für uns für morgen. Oder es sind die gleichen oder nicht die gleichen. Ich weiß das nicht genau. Okay. Aber ich finde, es reift schon sehr gut. Wir werden dann morgen mal gucken, ob wir dann hier weitermachen. Ja, ich gehe mal ins Haus, sonst falle ich hier gleich noch vor Erschöpfung hin, ey. Ganz ehrlich, da geht ja mal gar nicht. So, was haben wir denn noch schön in der Glotze? Wollen wir mal in den Wetterbericht gucken. Willkommen bei Kutzufem, deiner Lieblingsquelle für Wetter. Jeden Tag Wetter, morgens, mittags, abends, immer Wetter. Neuigkeiten und Unterhaltung. Und jetzt die Wettervorhersage für morgen. Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Boah, das ist nett. Dankeschön. Leben vom Land. Willkommen bei Leben vom Land. Hier sind wir wieder mit einem weiteren Tipp für euch. Spitzt die Ohren. Diese Sendung heute ist euch... Grünschnabeln gewidmet. Hackt ein wenig Holz und sucht nach Wildpflanzen, um ein wenig Geld zu verdienen, während ihr auf eure erste Ernte wartet. Wildpflanzen, okay. Hackt ein wenig Holz und Wildpflanzen, okay. Ja, das können wir mal gucken. Wahrsager, was hat der denn zu sagen? Willkommen bei Velvix Orakel. Genau, Velvix heißt er nicht. Velvix, egal.
der einzigen Show, der die Stimme der Geister direkt zu dir spricht. Ja, ja, klar. Die Geister sind heute gut drauf. Ich denke, du wirst ein wenig extra Glück haben. Also morgen oder heute? Naja, dann würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst eine kleine Bewertung da und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zum neuen Tag von Stardew Valley. Ja, ich bin echt gespannt, wie das bei euch ankommt. Ich mache jetzt so ein paar Start-Stopp-Aufnahmen sozusagen. Ja, vielleicht mache ich es auch vielleicht später mal so, dass ich eine längere Session mache. Aber ich gucke mal, wie ich da so klarkomme. Ich will erstmal gucken, weil wir sind jetzt schon wieder bei 20 Minuten. Das heißt, ein Tag geht 20 Minuten oder weh. Aber wie gesagt, wenn man so sich mit den Leuten unterhält, da geht ganz schön Zeit drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, würde ich sagen, dann bin ich mal weg. Ich geh mal pennen. Bis dann, bis morgen und ciao.